tatsächlich geht. Ja. Also interessante Zusammenhänge gefunden zwischen 2. Mose 9 und der Offenbarung. Und da geht es um die Pladen. Und ich lese mal vor, ne? Da streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde nieder. So ließ Jehova Hagel auf das Land Ägypten regnen und mit dem Hagel kam Feuer mitten im Hagel hin und her zucken. Und der Hagel war sehr schwer, wie es im Lande Ägypten noch nie gegeben hat, seitdem dieses Land eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Felde war, von Menschen bis zum Vieh. Und es ist natürlich eine Plage gewesen, die sich jetzt in der Offenbarung am Ende dieser Tage anscheinend wieder erfüllen, noch einmal wiederholen wird. Und da steht wortwörtlich, und ein großer Hagel wie Zentner schwer fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr groß. Steht in Offenbarung 17 unter dem Titel Ausgießung der 7 Zornschalen. Das heißt, am Ende der Tage kommen wirklich richtige Plagen. Und ich möchte euch nur sagen, damals bei Noah war das Gleiche. Die Menschen hörten nicht auf Gott. Bis der Regen kam und Noah und die Tiere in die Arche gingen und diese wurden gerettet. Die anderen wurden dahin gerafft. Von denen blieb keiner übrig. Nur Noah und seine Familie und die Tiere, die sich in die Arche gerettet haben. Aber bis das passiert ist, haben die Leute Noah ausgelacht, verachtet, beschimpft, gelacht über ihn, gelästert. Und dann am Tage, wo Gott diesen Tag bestimmt hat, dieses Gericht über diese lästernden Menschen zu kommen, da ist Noah in die Arche gegangen, die anderen sind draußen geblieben und sind verloren gegangen. Und heute ist ganz das Gleiche. Es wiederholt sich. In Ägypten, Pharao hatte Gott nicht geglaubt. Es sind die 10 Plagen gekommen. Und jetzt ist es wieder das Gleiche. Am Ende der Tage, der Satan will durch den Antichristen sein Reich aufrichten. Die Leute einfach verführen, damit sie ihn anbeten. Und er wird sie mit einem Mahlzeichen versehen, aus Offenbarung 13. Er wird sie chippen und impfen und praktisch versiegeln, damit sie Teilhaber sind von seinem satanistischen Reich. Und Gott warnt die Menschen, dass sie das nicht annehmen, sondern schickt da die Plagen, das eigentlich die Konsequenzen aus den Sünden der Menschen sind. Und trotzdem lästern die Menschen weiter und weiter Gott und wollen nicht umkehren. Und dann sagt Gott, jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, wo diese Gnadenzeit ein Ende hat, wo ich diesen Erdkreis richten werde mit Gerecht und Gerechtigkeit. Und wer da nicht in der Arche drinnen ist, die heute Jesus Christus ist, Yeshua HaMashiach, der hebräische Jesus, wer sich nicht in dieser Arche befindet, wird zugrunde gehen, wie damals die Leute zu Zeiten wie Noahs. Und das ist eine ernste Warnung, Leute, kehrt um zu Gott. Hört auf zu lästern, denkt drüber nach, sonst seid ihr verloren, wie damals zur Zeit Noahs, wo nur eine kleine Menge gerettet worden ist. Und heute ist es genau das Gleiche. Gott ruft euch, bevor es zu spät ist. Er gibt Zeichen, aber einmal ist es zu spät. Kehrt um.